Was war für dich der gruseligste Moment? Also der gruseligste Moment, da kann ich mich noch erinnern, ist vielleicht nicht unbedingt ein Moment, aber viele Momente. Das waren die wilden Ghule in Fallout 3. Da wurden die zum ersten Mal eingeführt und wenn man dann im Dunkeln, alleine in so einem alten Innengebäude ist. Und man hört schon die Ghule und man weiß, sie sind irgendwo, aber man weiß nicht wo. Das hat mir damals echt viel Angst gemacht. Ich habe dann immer das Radio angemacht und habe möglichst nicht auf Umgebungsgeräusche gehört, weil wenn sie kommen, dann merke ich es schon. Das hat mir das Spiel wieder ein bisschen heller und freundlicher und leichter gemacht. Einfach immer mit Licht und mit Radio rumgelaufen. Aber eigentlich waren es wirklich diese dunklen Innengebäude mit den Ghulen. Man gewöhnt sich dann dran, aber am Anfang war das für mich schon so... Wie sieht's bei euch aus? Was war für euch der unheimlichste Moment in der gesamten Fallout-Reihe? Würde mich wie immer sehr freuen, wenn ihr mir die Frage in den Kommentaren beantwortet und hoffentlich bis morgen. Ciao.